Der Gegenstand eines Untersuchungsausschusses. Der Untersuchungsausschuss ist an den ihm erteilten Untersuchungsauftrag gebunden. Eine Änderung des Auftrages bedarf eines Beschlusses des Bundestages. Das PUAG, der Parlamentarische Untersuchungsausschuss, hat ein eigenes Gesetz. Heute bringen wir auf den Weg, dass wir einen Untersuchungsausschuss zur Infrastrukturabgabe in den Geschäftsordnungsausschuss geben und uns über die Frage unterhalten, gibt es dort wirklich etwas aufzuklären? Minister Scheuer hat wirklich alles, ich glaube revolutionär, in der Geschichte des Bundestages alle Fragen, alle Unterlagen bereits jetzt dem Verkehrsausschuss zur Verfügung gestellt. Es darf man also schon die Frage stellen, gibt es denn eigentlich noch was zu untersuchen? Manchmal hat man den Eindruck, hier geht es ausschließlich um Theaterdonner. Ja, es ist wichtig, darüber wirklich Klarheit zu haben, was mit der sogenannten Maut tatsächlich verbunden ist. Das Aus durch den Europäischen Gerichtshof ist nicht das, was wir wollten. Keine Frage. Die Mehrheit der Deutschen war immer ein begeisterter Anhänger einer Infrastrukturabgabe. Aber wir können als gute Demokraten diesem Minderheitsrecht natürlich nicht entgegenstehen. Was wir aber verlangen, ist schon, dass man aufhört mit Verschwörungstheorien, Vorverurteilungen und eigentlich die gesamte Form, die am Ende eines solchen Untersuchungsausschusses steht, nicht vorwegnimmt. Nämlich jetzt schon so tut, als wisse man über alle Ergebnisse Bescheid. Ich glaube, am Ende können wir sagen, ein solcher Untersuchungsausschuss, wenn er richtig geführt ist, wenn er ganz präzise das tut, was der Untersuchungsauftrag auch tatsächlich sagt, dann kann es zur Versachlichung der Debatte beitragen. Das ist in unserem Sinne.